Ihr seht, da ist die neue Kammer, also die nächste Kameraeinsicht, dass ich quasi nicht mehr so schräg drauf gucken kann, sondern jetzt wirklich direkt auf dem Bildschirm. Und ich hoffe dann, dass ich wenigstens den einen Tipp diesmal umsetzen konnte. Ja. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Start in den Tag gehabt, in den dritten Advent. Der war ja heute Nacht schon richtig frostig kalt, also so langsam nähern wir uns mal den schönen neuen Temperaturen. Und ja, bin einfach mal gespannt, was nämlich meine Heizung heute Abend macht. Da ist er doch. So, genau. Wir haben auch schon die richtigen Spielen, da wollen wir auch richtig damit fahren. Ja, wir haben heute ein bisschen, wie angekündigt, im LS ein bisschen was zu tun. Und, steht nämlich ein bisschen vieles an. Ich bin mal gespannt, wie sich da, was mich da erwartet. Auch neue Sachen. Und, ich kam leider noch nicht dazu, die letzten Videos rauszubringen oder zu schneiden. Werde ich alles nächste Woche nach und nach machen. Die, wo heute schon zugucken, die werden vielleicht schon aktuell auf dem Stand sein, aber der Rest wird irgendwann mal so nach und nach quasi als Wiederholung Tipps, Möglichkeiten, wie ihr natürlich eure Farm da aufbauen könnt, mal geben. Würde mich aber gerne dann auf YouTube mit euch da gerne mal austauschen, weil ich gerne mal so ein paar interessante Sachen halt einfach mal austauschen. Mehr ist es ja nicht. Was ihr dazu meint, welchen Weg ich hätte besser gehen können oder Gerätschaften, wie es dem auch sei. Naja. So, da wollen wir aber auch nicht lang rumschnacken. Um 16 Uhr findet natürlich wieder ein Gift statt. Also das heißt, ihr könnt euch Viertelstunde, also um 15.45 Uhr wieder ein Ticket ziehen für das schöne Glücksrad und mal gucken, was das so für Überraschungen sind. Wäre vor allem auch ziehen da, ne? Aber jetzt erstmal rein in das Schöne und mal gucken, was uns heute nämlich noch erwartet. Ich habe noch einen schönen Ingwertee. Der ist auf jeden Fall mal richtig gut. So, genau. So wollte ich es auch eigentlich haben. Gut, meine Kamera hängt noch ein bisschen woanders, das wo ich nicht sein sollte. Das ist doch die richtige. Wollte schon gerade sagen. Ah, so kleine Feinjustierungen. Die kommen mal noch da rein. Wer gesagt? Ja. Die Karte brauchen wir ja nicht wirklich, aber schauen wir mal. Also das ist jetzt die richtige Ansicht. Viel besser von der Front. Dann schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze da so verhält. Ja. Aufgaben heute technisch. Wir haben heute auf jeden Fall die Sonnenblumenernte einzufahren. Das heißt, als nächstes wird dann quasi die Sorghumhirse nochmal draufkommen. Oder besser gesagt, statt Sorgen hier so, müssen wir uns mal drum kümmern, dass wir nämlich jetzt mal Silagegänge bekommen. Und zwar, weil für 1,5 Mille diese BGA zu kaufen, ja, da kannst du lang drauf warten. Also bis du das Geld zusammen hast. Aber ja. So. Ja. Wir haben dann noch auf jeden Fall Feld 33 zu machen. Das ist nämlich auch erntereif. Hier ist nämlich unser Gras. Gras, Heu, Quaderballen. Fältchen, das wir zu bearbeiten haben. Und natürlich sind jetzt natürlich auch die Kühe an den Start gegangen. Ich habe mir einfach mal gedacht, so wie gestern, man könnte ja mal eine kleine Recherche machen, was ist denn oben da in Kiel? Also Hauptsache im Norden. Für Kühe gibt, weil, was ich definitiv weiß, unterschiedliche Regionen
mit unterschiedlichen Milchprodukten oder vor allem Milch, die unterschiedlich schmecken. Das weiß ich. kann mich noch von früher erinnern, Bayern, Thüringen, also da hast du schon den Geschmack schon von der frischen Milch geschmeckt. Also es war einfach richtig, richtig, richtig lecker. Fand ich eigentlich sehr, sehr, sehr interessant. Ja. Zum anderen haben wir natürlich auch, was unsere Produkte betreffen, nämlich unser schönes Lager, haben wir auch da ein bisschen was zu tun. Ich habe nämlich gestern nur die Paletten alle von den ganzen Triggern runtergeschmissen. Hab so einfach da reingeklatscht. Also Stapelkönig ist auch wieder unterwegs. Genau. Was ich natürlich auch als erstes offscreen mal ausprobiert habe, und zwar die Kühe zu versorgen. Klar, die brauchen Stroh, die brauchen Milch. Brauchen Milch, genau. Brauchen die gute Mischration. Und die Mischration, die war für mich halt so ein bisschen entscheidend. Also ihr habt ja quasi einmal dieses Futter, Mineralfutter, was ihr dann quasi in den Futtermischwagen reinschmeißt. Zwei Arten gibt's. Ihr könnt es einmal per Automatismus, also quasi einen Roboter da rumfahren lassen, oder macht quasi das selber. Ich habe das vom 19er übernommen, ich mache das gerne selber, möchte auch selber machen und es macht einfach mehr Bock. Die Rezeptur, ich habe halt ein bisschen eingekauft, zwei von denen Mineralfutter, das war die erste Tour, Heu, zwei, ein Stroh und ein Grasballen. Ich habe dann nur noch gemerkt, oh, tja, warum ist es denn mehr und mehr Heu? Oder besser gesagt, mehr und mehr das Heu reingeschmissen worden. Naja, die war einfach mal zum Ausprobieren. Die Rezeptur, wenn ihr dann quasi an diesem Futtermischwagen seid, braucht ihr nur ein Mineralfutter. Das bleibt dann exakt in dem kleinen Fältchen drin. Aber du kannst nur bis zu 80%, zumindest bei der Rezeptur, die ich hatte, also die Rezeptur, die ich ausprobiert hatte, benutzen. Also ich war quasi ein Heuballen. Ich habe noch eins vergessen. Silageballen. Genau. Ich habe dann als erstes mal gedacht, ein Silageballen, ein Strohballen, ein Heuballen. Dann ist Mineralfutter. Im Endeffekt hatte ich dann, jetzt muss ich mal gerade nochmal gucken auf meine Belegung und hab nämlich mir die kleine Rezeptur dann nämlich ein bisschen angeschaut. Oh. Warum höre ich denn immer noch Discord auf den Ohren? So sollte es doch sein. Hei, hei, hei. Bumm. Genau. Dateien, Start. So, und dann habe ich mir einfach mal ein bisschen. Genau. Und zwar habe ich dann nämlich mir die Futtermischration einmal hergestellt. Also auf jeden Fall brauchst du ein Silageballen, ein Mineralfutter, ein Strohballen und zwei Heuballen, um quasi für 80% quasi dieses Futter rauszubekommen. Okay, alles schön und gut. Kennt man ja. Ist ja auch schön. Tja, 80% reingeknallt und natürlich, was ich natürlich auch geahnt habe, dass es halt quasi eine Begrenzung gibt. Der Futtermischwagen habe ich jetzt einfach dahingestellt. War für mich keine große Aktion. Wollte ich jetzt auch nicht groß irgendwie was vorhinstellen, außer dass ich noch einen Unterstand brauche. Aber ja.
So, also, da habe ich noch was vergessen. Ach klar. Wenn er wieder das nicht macht, was er soll. Kleinen Moment. So. Nun ja, dann hoffe ich mal. Dass das jetzt gleich mal ein bisschen anspringt. Ja, also wie gesagt, ich meine, ich habe zwar noch Silage drin, was ja alles schön und gut ist, aber da muss man halt mal ein bisschen gucken. So, wie es hier aussieht, muss ich nochmal Kamera ein bisschen breiter machen, wa? Naja, passt ja. So, also nichtsdestotrotz hauen wir mal gleich die Tasten. Das heißt, dann holen wir uns da Trecker und werden uns erstmal ein wenig Ja, das passt wunderbar. Das passt doch wunderbar. Gut. Dann sag ich mal einen Hänger. Naja, ich habe es halt ein bisschen anders da ausprobiert, weil ja das Mais Plus dazu kommt bald bei mir. Es gab ja die Woche auch nochmal ein Update, was ich gesehen habe. Freut mich ja das umso mehr, das dann ein wenig auszuprobieren, was kommt. Also auf jeden Fall bin ich mal da richtig gespannt. Genau. Marcel, moin moin. Schönen dritten Advent wünsche ich dir. Wie geht's dir? Alles soweit klar? Dankeschön. Aber es freut mich auch, dass du eingeschaltet hast. So, genau. So, schauen wir mal. Ja, das ist die richtige. Oh, Kamera hier. Das ist wieder eine Kamera. Genau. Hatten der wieder so wenig drin? Habe ich vergessen, den zu tanken? Naja, egal. Dann muss man das gute Stück da noch tanken gehen. Und da retten wir sogar noch ein Reh vorne rein. Eieiei. Schön. Ja, also da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich werde nämlich dann direkt mal, also ich werde Crossplay laufen lassen, wie gesagt, dass wir das zusammen noch nur abfahren brauchen und wir dann noch ein bisschen
simultan arbeiten können. Weil, ja. Von den Kühen habe ich mir nur 5 Stück geholt. Weil ich das gerne, ich lasse gern wachsen, weil ich weiß, das sind alles nur Jungkühen, die ich transportiert habe. Sag mal, Freund, hast du es da hinten eilig? Ich bin ein Landmaschinen. Junge, Junge, Junge. Die wollen das aber halt echt wissen. So, so, so. Schön, schön. So. Kann sich ja vollziehen. Ha, schön. So, dann machen wir noch ein schönes Foto für die Galerie. Passt doch. Das ist doch super. Schön laut, ne? Muss ja sein. So, ich will nämlich Cosplay mit dem Mähdrescher mal neu einstellen. So abgeht. Ja. Ich habe noch ein bisschen gestern, oder heute Nacht war es ganz komisch. Also ich konnte nicht schlafen. Und dann bin ich mal ein bisschen auf ATS2 mal auf ein paar neue Streamer-Suche gegangen. Und, oder, naja, man könnte es auch fast sagen, ein bisschen ein paar Sub-Unternehmer. Naja. Ja. Hab paar schon interessante Leute wieder kennengelernt. Vor allem einer, der ein Streamer, der Scania Kutscher, der benutzt ja auch dieses Tobi Tracker. Und ja, also hat natürlich viel bessere Möglichkeiten. Aber ich weiß, dass du diesem Equipment hier viel, viel besser, viel mehr Auswahl hast, was die Spiele betreffen. So, dann holen wir unser Maisgebiss mal, oder das den Ernter da. Dann schauen wir mal. Ah, ich muss also selber noch die Welle hin setzen. Kann ich einfach nach vorne raus ein bisschen fahren? Das ist besser, als wenn ich mir gleich die Wand irgendwo anknall. So. So.
kurz die Reparatur durchfahren. Zack, zack, wunderbar. So, dann klappen wir mal das Ding da auf. Klappt man noch unser Mähdrescher auf. So. Sehr Freunde, hier fällt eine Animation, wie ich das gerade sehe. Antriebswelle vonstatten sein, oder? Naja. Fahren wir mal ein bisschen rein. Ah, der hat noch gar nichts. Das ist gut. Das ist gut. Feldposition ist hier. Zielposition ist da. Runter. Crossplay öffnen. Scharf. Jupp. Gegen den Uhrzeigersinn. Damit habe ich aber so immer noch ein bisschen Probleme. So. Keine Kurs. Und Job starten. Lass mal gucken. Ach, jawohl. Wunderbar. Das kann mal laufen. So. Einfach mal hier aufs Feld. Nein. Ich bin gerade überlegen, ob wir den auslaufen lassen können. Ah, passt schon. Für den passt das schon. Ja, genau. So, dann werden wir uns jetzt mal nämlich unseren Mähwerkzeug oder Mähwerkzeug mal widmen. Weil dann können wir nämlich auch hier gleich die Feldpflege beginnen. Da.
Von den Sonnenblumen haben wir auf jeden Fall nicht viel. Und Marcel, wenn du noch da bist, magst du noch wieder reinkommen zum Schnacken? So, dann haben wir mal das Gerät vorne. Genau. Dann hängen wir am besten das mal. Wildgras, was ich nämlich dann bei meinem Feld habe, das sind dann quasi für die Schafe. Was ist das da? So. Ja. Tretnat. Tretnat, wenn schon heiliges Blechle, ey. So, auf geht's. Und um was leisten wollen hier. So, dann können wir einen kleinen Abstecher machen. Also hier habe ich quasi meinen Einstreuer. Das ist von... genau. Einmal vom Anderson und einmal vom Frasin. Also der ist neu, den hatte ich noch nicht gehabt. Also wie gesagt, schönes Teil. Und ja, also wie gesagt, für einmal das Ganze auszuprobieren, zu holen, passt es schon. Und der kann halt 24.000 Liter holen. Der zwei Ballen, also
wenn man gut stapeln kann, könnt ihr bis zu drei Ballen quasi draufstopsen. Stöpseln. Dann geht das schon. So, genau. Auf. So. Hauptsache, bis der erstmal voll ist, der Rest essen wir jetzt erstmal. Würst. Aber Hauptsache, dass der dann schön da voll ist. So, das nennt man nach der Erde eine kleine Feldpflege zu betreiben. Weil ich glaube, das darf dann nämlich gepflügt werden. Ja, pflügen, das ist schon so eine Sache. Aber gehört leider auch dazu. Das wird schnell voll. So, dann fahren wir dann mal zurück. Muss mal gleich nochmal nach dem Mähdrescher da gucken. Ah, schön, er fährt wenigstens ordentlich rein. Dann schafft er ja komplett eine Bahn alleine zu machen. Das ist genau das, was ich haben wollte. Schön. Stellen wir nämlich euch dann mal dahin.
stehen bleiben. Guck mal, gerade noch ein Wasser. Da kommt er angefahren. So ein Praktikant da. Fertig. Dürfen die schon mal voll sein. Wunderbar. Passt ja. Das passt ja. So, ach, bin ja wenigstens froh, dass meine CPU heute nämlich so krass drauf geht, ey. Dann. Naja. So. Oh, hat einen leer gemacht. Perfekt. Gut, dann schnappen wir jetzt mal unseren. Ich pflege da mal schnell.
dürft mich mal gerne rauslassen. So. Morning, GB. So, ein bisschen arbeiten für die Faule heute, wa? Oh, Leute, so, und jetzt geht's schon das Gift für euch ab. Darf gerne jeder mitmachen. So, für natürlich das Glücksrad. Für das Glücksrad dürft ihr einmal Ausrufezeichen Tickets ziehen und dann kriegt nämlich dann derjenige, der die Verlosung gewinnt, darf dann nämlich dann am gerne einen Preis gewinnen. Ausrufezeichen, Ticket kleingeschrieben und zusammen. Marcel. Das wird's ja nicht gehen. Guck, so wie es im Chat steht. Sagt Ausrufezeichen, Ticket und dann die Anzahl. In 15 Minuten habt ihr quasi Zeit jetzt. Aber übrigens darf jeder mitmachen, nicht nur, ne? So.
Genau. Und drin bist du. So. Wir heizen jetzt mal hier ein bisschen rum. So, das reicht. Drehen. So. Denn wir brauchen noch etwas Heu. Sonst geht's ja schlecht. Moin Moin Sus. Viel Spaß im Lurk. Mal gleich mal nach dem Mähdrescher gucken, weil ich glaube, da wird nämlich auch gleich unsere erste Kiste voll sein. So. Oh, wo ist mein... Da ist er. So, mal gucken, ob der Schlapp das packt. Mal seinen Kurs angucken.
Das wird passen. Abgeschmissen. Stellen wir mal ein bisschen versetzt hin. So, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Und weiter geht's. So, kann mir nichts sagen. Du mich auch, geliebter Sensor. So, 5 Minuten habt ihr noch. Dann ziehe ich natürlich irgendeinen Gewinner. Nö. Nö. Nix. So, und für alle, die natürlich jetzt alles eingeschaltet haben, erstmal einen schönen dritten Advent, schön, dass ihr da seid. Und ja. So, 4 Minuten noch. Dann ist natürlich das erste Gewinnspiel für das Glücksrad gleich zu Ende. Ja, das kleine Glücksrad. Da dürfen alle mitmachen, habt ihr die Möglichkeit, Tickets zu ziehen. Ausrufezeichen Tickets. Wie viel er da ziehen wollt. 350 Trauben, ein Ticket. Und dann, wenn wir den Gewinner ziehen, darf dann gleich dann am Glücksrad eine Runde drehen. Aber was halt er dann gewinnen tut am Glücksrad, ja, ist halt eine kleine Überraschung. Seht ihr an.
So, schön. So. Machen wir noch das Bähnchen. So, dann schließen wir mal das. Und Marcel, du darfst gleich am Weihnachtsglückrädchen drehen. So, heizen wir mal weiter. Aber noch eine kleine Aufmerksamkeit. So, da darf man das jetzt nicht mal haben. Haben wir noch was von dem Tee da, Mausi?
Ist. Mal nur, wenn was da ist. Sonst werde ich gleich selber weg, ja. So. Was da? Danke dir. So, dann machen wir gleich daraus noch Heu. Dann geht's ab zum Schwadern. Gleich noch mit unserem Bonzen-Ding da drüber gehen. So. Dann haben wir nämlich bald auf jeden Fall genug davon. Danke dir. Marcel, zu spät! Eieiei! Muss dabei bleiben! Sonst geht's nicht! Dann beim nächsten Mal, ne? Ja. So ist das. So ist das. Christmas. So. So, müssen gleich mal
mal nach den Anhänger gucken, weil das kleiner voll ist. So, dann haben wir es wirklich jetzt gepackt. Kriegen wir mal das Stück noch weg? Ah, sehr schön. Sehr schön. Das ist toll. So. Lag das kleine Stückchen noch. Dann passt das ja. Klappt sich zusammen. Andere da rausschmeißen. So, dann fahren wir mal wieder hier hin. Stellen wir dich da hin. Ah, es hat einen Sitz. Ah. Das nächste GIF läuft erst um 18. Läuft erst zwischen 17 und 18 Uhr. Ja, vielleicht mal noch kräftig den Kanal teilen, dass man gerade online ist. Darf ich nämlich auch ein paar mitmachen. So, den koppeln wir jetzt mal direkt mit dem Bänder an. Das klappt nicht. Immer noch zu weit, Junge, sag mal. Geht doch. Marcel, hast du aber überhaupt gestern noch deine Tuning-Teile für dein Scania gefunden, die du haben wolltest?
Oder immer noch auf der Suche? Klar, warte, komm drauf, dann zieh ich dich rein. So, moin moin. Ah, muss dein Mikrofon nochmal richtig einstellen, da verstehe. Kann man ja verstehen. Meine Musik hier noch leiser. So. Moin. Moin, na? Träger, Kollege. Alles klar. Ja, Tuning-Teile haben wir noch geguckt. Okay. Weil ich sonst den PC vertraue. Der Eieiei. gerade so Probleme hat. Klar, bist du. Mein Nachbar guckt ja am Samstag nach, was da los ist. Ja, also den Der fährt. Fehler. Den Fehler, den du das gerade beschrieben hast, den hatte ich noch nie. Also ehrlich, echt noch nicht. Was auch immer Das sagt da. man, wo das gespeichert ist, wo ich das löschen kann, wo ich es löschen will, Zugriff verweigert. Okay. Da habe ich keinen Zugriff drauf. Da muss ich von irgendeiner da angeblich Berechtigung haben. Ja, nicht, dass du dir dann Trojaner runtergezogen hast, weil das wäre natürlich jetzt schlecht. So, also, das schöne Teil, gehen wir jetzt mal ins Silo rein. Gut, Ja. der Nachbar hat gesagt, er guckt es am Samstag mal an. Wir können nur mit Glück haben, wenn das nicht klappt, können wir den komplett zurücksetzen und entkernen. Ah, das ist halt scheiße, wenn du da halt deine ganzen Daten hast. Deswegen mache Die ich. Daten bei mir schon alles. Ich habe die Warners abgesichert, dass James auch keinen Zugriff Also hat. du hast eine Sicherung, das ist nämlich sehr wichtig. Also, Ach, gerade wenn du natürlich. so Langzeitprojekte hast, wo du denkst, ah ja, das könnte passen. Oh, ich habe die schon alles drin mit Sicherungen, dass die Daten nicht gerettet sind, die Daten. Dass Das da wirklich nichts passiert. ist gut, das ist gut. Ja, also, weißt du, was ich die Woche versucht habe zu bekommen, oder besser gesagt, was ich drauf hoffe? Zumindest auf deine Leute, auf das Verständnis. Das ist ja Bewerbungsschreibe, der ganze Kram, das ist ja echt so ein heitleres Thema, ne? Was du da für Unterlage brauchst, oder vor allem speziell so das Arbeitszeugnis. Ich habe die, wann war das? Ich glaube, am Montag habe ich mal bei der Firma, wo ich gearbeitet habe, mal angefragt, wie das halt aussieht, wegen Arbeitszeugnisse, ob du die rückwirkend per E-Mail oder so zuschicken konntest, ne? Oder wie auch immer, ne? Also was die Antwort war von dem einen. Was für eine Antwort war das? Also es war so, ich weiß nicht, ob so plump oder frech war oder so. Du hast 3 Jahre Zeit, also die haben 3 Jahre Zeit, um das quasi aus nach 3 Jahren können die das noch ausstellen, aber danach machen sie es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, was das ist. Ich weiß es auch nicht, aber ich fand es einfach nur auch fresh. Also von der Firma da, wo ich da war. So pampig einfach zu sein, ne? Das ist ja, du schreibst schön und höflich, ne? Und da kommt so eine richtige pampige Antwort zurück. Ich weiß nicht, ob es bei dem so, der so komisch drauf war oder nicht, der das geschrieben hat, aber Verständnis kannst du in der Sache nicht rechnen. Also in dem Moment habe ich echt nicht dran gedacht, mir wirklich dieses Arbeitszeugnis, dieses verfluchte Arbeitszeugnis da bescheinigen zu lassen, ne? Oder aushält, ja. Zu beantragen, wie auch immer, dass man das nennt, ne?
Das war schon echt sehr, sehr, sehr. Also ich fand es sehr traurig, wie man darauf reagiert hat, ne? Mal vor allem das erste Arbeitszeugnis, was ich nachgeliefert bekommen habe, ja. Oder nachgereicht bekam, ja, das war von der Bäckerei Götz. Aber auch da war es wieder so 0815, ey. Ich meine, immerhin haben sie es nachgereicht. Muss man ja schon mal zugute halten, aber naja. Das ist die Hauptsache. Ja, das. Das stimmt. So, jetzt. Ich sag mal, auf Samstag geht es schnell mit meinem PC mit zurücksetzen. Dass er wieder durchstarten kann. Was heißt zurücksetzen? Ich hätte jetzt. Also, ich hab's damals so gemacht. Ich habe einfach die Betriebssoftware überspielt. Oh, mein Nachbar hat Tricks, wie er das machen kann. Ja, klar. Streite ich ja nicht ab, aber jeder weiß halt, sich da ein bisschen anders dazu helfen halt. Ne? Ist gut. Das will ich halt damit sagen. Alles gut. So. Geht am Samstag alles schnell, dass es wieder hier durchstarten kann mit der Test 2 auf dem Kanal. Mhm. Wie ist es langweilig? Das glaube ich dir. Ich kann oder auf YouTube streamen, irgendwie GTA über die Blazy. Das ist alles über langweilig. Ja, ich habe gestern Abend noch bei dir mit reingeguckt bei Formel 1. Herr Kelly lacht schon. Hallo? Ja, das ist der Marcel. Das ist der Marcel. Ah ja. Ja, Kelly schaut sich lieber ja jetzt lieber die Baby-Videos an, wie sie sich da ab und zu mal guckt, statt sie sich mal ein bisschen im Chat mitmachen will. Aber hey, das ist ihr Ding, wenn sie möchte. Okay. Kommt sie halt. Ich sag halt nur, ich find's halt schade, wenn man halt jetzt gerade wie Weihnachten beim dritten Advent ein bisschen so ein Giveaway startet, ne? Und ja, sich da ein bisschen die Mühe reinsetzt. So. Aber. Also was lustig oder vorgestern von der Formel 1. Kann ich. Mit der Alonso, vor allem mit Alonso. Ist mir da noch so Panik gerückt. Der Alonso. Mhm. Ich glaube sogar, wo ich Alonso aufgeholt habe. Da war Safety Car da. War das Schlimmste. Kann ich mir gut vorstellen. So. Kann dir nachher ja die Webseite mal schicken, wo ich die Teile finde. Gerne. Bei mir ist im Discord. Darf ich gerne machen. So. Dann hoffen wir mal. Kann ich sagen, ich umpatche, wenn das wieder geht, alles selbst umpatche hier. Gut, das Reizcenter. Chat oder allgemein? Hä? Mach's bitte unter den. Du hast doch die Berechtigung für. Bei der Spedition. Drückst du da einfach in die Nachrichten rein, dann passt das, ja. So. Die Tüten-Teile fürs S. Warum sie sind hier gesehen. Da, wo du dir quasi die, das Bild für die Abrechnung reingemacht hast. Jo. Ach, hier ist das, was ich auch ausgesucht habe. So. Was ist Interieur, wo ich es haben will. Ach, da. Ich hab's. Also, ist Interieur. So. Das ist der Rundfunkhörer.
So, ups, so. So, hab's jetzt dort reingeschickt. Jawohl. Gut, also. Gleich hat er den Anzug gegeben. Kann er wieder schön weiterarbeiten. So, koppeln wir dann ab. Das könnte ein bisschen problematisch werden. Na gut, dass er voll ist. So, dann machen wir das gerade mal mit dem. Mich hin. So. Hopp. Oh ja, der hat eine sehr breite Arbeitsfläche. Aber wie gesagt, das Rennen, das war krass. Glaube ich dir. Vor allem, da hast du gesagt, da ist ja irgendwie so ein komisches Update drin. Oh, hä? Wo er nicht reagiert hat. Ah. Ja, wo du doch in der ersten, nach dem Start im Ziel, direkt einen Schaden hattest. Ja, das ist also so ein Bug von mir, als ich drin mit die Rückblende und das haben wollte. Ah. Das liegt an den Controller teilweise. So. Ja, wir sind nur noch Brasilien und Abu Dhabi. Dann ist dieses Jahr Schluss. Ja.
Muss auch mal gucken, also. Wann ich das nächste nochmal fahre, die zweite Season. Also, wenn ich jetzt, also wie gesagt, das Projekt hier weiter erstmal dran bin, die Vorbereitung für Mais Plus dann erstmal mal hab. Deswegen will ich erstmal versuchen, die ganzen Standardprodukte da erstmal zu haben. Dafür stell, dass der erstmal versorgt ist. Ich freue mich auf das nächste Jahr mit den neueren Autos, Konzept, was da abgeht. Aber nächstes Jahr will ich die Nummer 5 haben, vom Vettel. Die Nummer 5. Mal gespannt. Ganz Kalender, Handy und mehr was. Oh, Handy mal teil bei der PlayStation und den Kalender. Wie aus dem Dach gewinnt. Ah, das ist schon krass. So, mal kurz mal angucken. Ach ja. Ja, der ist nicht schlecht. Der Scania ist nicht schlecht, das stimmt. Der macht richtig Spaß. So. Chat, mal so eine kurze Frage. Hat jemand irgendwie Bock auf einen Musikwunsch oder so? Ganz spontan jetzt mal. Jetzt habe ich natürlich jetzt ein Ei gebaut. Oh, keiner. Machst du das hier auf Spotify? Ja. Ja, es darf natürlich im BOD nicht zu hören sein, deswegen habe ich es auf eine extra Spur gelegt, weißt du? Guck, was ist da hab. Das haben sie da was irgendwas. Ja. So. Ah, ich denke, das ist gut. Ehrlich?
So. Immer da. Dieselben Lieder. Jetzt werde ich die Zeit stillstellen. Boah. Weißt du, Marcel, ich hoffe, dass es am Montag klappt, ey. Mit dem nächsten Vorstellungsgespräch, was ich habe. Noch da? Oh, mein Mikro war aus. Ups. Lol. Ich rede rein, da kommt nichts. Ja, wo ist er denn? Ich drück dir die Daumen. Oh, trinkst du Energy? Nee, ich trinke nur Energy freitags, samstags, nach unter der Woche, wenn ich in der Arbeit bin. Aber sonntags gibt's Paulaner Spezi. Ah, schau dir den mal an. Bist du schon fast wie Manu. Ey, wieso, hä? Ja. So, warte mal kurz. Ich will mal kurz was. Schmeckt aber besser als das Cola. So. Einmal das. So, das dürfte jetzt besser sein. Aber die Peach schmeckt besser als das Cola. Bin ich jetzt. Ich habe mir heute den letzten Teil von der Promatoner geladen. Ich will die auf jeden Fall heute Abend noch einrichten, dass das funktioniert. Ich will auf jeden Fall wieder mal darum fahren, ey. Ja, Drum auch schon bei mir längst drauf. Ja, das Problem ist halt, die Zeit halt dazu finden. Wie gesagt, mir das Vorstellungsgespräch, was ich halt jetzt da habe, hoffe ich, dass es funktioniert, wa? Weil dann habe ich auf jeden Fall schon mal einen Punkt abgehakt, weil ich habe echt, ich habe, ich will ja nicht meckern, um Gottes Willen, aber ich will raus aus denen ihren System da, ey. Wir haben jetzt am Samstag Vormittag so schön gebacken, ich meine Freundin. Und jetzt haben wir vor. Schatz, wann war das? Gestern? Gestern haben wir das mit den Croissants gesehen, gell? Ja. Und ich schwöre, wir haben so leckere Schoko-Croissants oder selbstgemachte Marmeladen-Croissants gesehen, ey. Der Teig ist so einfach. Das Einzige, was so teuer ist, ist diese beschissene Butter. Boah, Mann. So, jetzt habe ich auch Motiv für Skins ausgesucht. Schau mal, was das machen wird. Hä? Oh. Schick es mal in die internen Nachrichten. Ich habe 6 Dateien hochgeladen. Bitte warten. Hat er das hochgeladen oder nicht? Ja, es zeigt er halt dir schon an, muss halt ein bisschen warten. Also. Ja, ich lese gerade übers Handy noch. Okay. Beim PC kannst du das nicht aufladen, weil die Bilder bei mir nicht die Form haben, wo ich es haben will. Wie vorher. Apropos Chat, da habe ich noch was ganz anderes. Und zwar, wenn ihr alle Streams unter der Woche mal so gucken wollt, VOD, die schicke ich alle rüber auf YouTube. Und hier findet ihr quasi dann an der Stelle dann auch den Kanal von YouTube und gerne auch unter der Woche. Wenn ihr mal auf Twitter gucken wollt, könnt ihr auch gerne mal auf Twitter vorbeigucken, was so aktuell ist. So. Könnt ihr auch da gerne mich supporten.
So. Weil sollte man uns mal wieder durch mehrere Spiele durchchecken, kann ich das auf jeden Fall ein bisschen besser schneiden, die Videos. Und dann schauen wir einfach mal, ob der Zusammenschnitt einfach ein bisschen besser ist. Ja. Ey, den Euro 6 zu skinnen, ey, der ist ja richtig schwer, ey. Denn er meinen. Das ist ja schon so eine Granate, ey. So. Meine Hänger schon wieder alle voll oder was? Der Hänger ist auch immer voll. Ah, jetzt machen wir die Bahn dann noch zu Ende. Ja, ja, die Bahn ist zu Ende. Oh, nochmal kurz nochmal das Feld hier. Das ist ja nämlich viel. Frag mich gerade bei ETS 2, wann die mal den Scania mit 700 PS reinmachen, also 70 und 2 mal reinmachen. Ich sag mal, Frage im Stream. Oder frag ich am besten mal, Chris Maximus? Weil der ist auch in der schicken Community mit drin. Ich hab die eine mal angeschrieben, ne? Über Facebook. Wegen den ML, wann der kommt. Da hat nur blöde Antwort bekommen. Nicht so viele Fragen, das ist in Arbeit. Ja. Da hat nur gesagt, ich hab nur geschrieben, ich hab einen Kumpel gefragt. Wollt ihr von mir? Ich hab einen Kumpel gefragt. Und Chris soll eine Antwort erhalten. Naja. Da fand ich das schon unhöflich. Er fragt nur ein nettes was. So. So, Freunde, und das nächste GIF steht schon an. Moment. Und bis um 18 Uhr, Ausrufezeichen Tickets, habt ihr jetzt die Möglichkeit, bei dem neuen, also bei dem Glücksrad, sich was zu gewinnen. Geht bis um 18 Uhr. Und wünsche euch viel Spaß dabei. Na. Dann muss ich mal stehen bleiben. Ja, der ist voll. Warum?
Hat man dann da oben nichts angezeigt. Boah. Was denn? Ist gerade laut? Nee, mein Ohr ist manchmal leise, mal laut, das Ohr. Okay. So, was genau, was brauchen wir denn? Schwader? Da muss ich mal deinen Hintergrund leiser machen, weil ich höre mich. So. Genau, ich nehme das. Halt. Da fällt was. Das fällt. Das wird dann funktionieren. Das wird nicht funktionieren. So. Kann man nicht mal war unser. War euch noch so geplant heute? Bitte? Was war euch noch so geplant bei euch? Oh, wir machen heute erstmal gemütlich jetzt einen Stream da. Streamabend, einen LS ein bisschen weitermachen. Sonst eigentlich nicht. Also. Wie gesagt. Also, du kannst geil wieder bei dem GIF mitmachen, ne? Läuft. So, alles gut. Um 17 Uhr muss ich die Fliege machen, ey. Wo geht's hin? Sag schnell. Da muss ich ja keine Werbung machen für das andere. Ich schreibe das mal kurz per WhatsApp. Mhm. Alles klar. Weiß, dass sie hier keine Schleichwerbung machen. Das ach, alles gut. Wenn es ein Projekt ist, was man gut unterstützen kann, dann nehme ich das mit. Ist ja kein Akt. Das ist eher kein Projekt, das ist. Wie soll ich sagen? Bevor ich hier auf der Plattform war, war ich drüben bei. Noch andere Plattformen live. Ach so. Und dadurch soll ich noch mal wieder mehr Intens mitbringen dort. Neu aktiv bin mit neue Crew und so weiter. Ist dort momentan eher wieder angesagt. Okay. Oh gut, ist doch kein Problem. Kann man ja gerne machen, wie man möchte. Das ist freie Wahl. Das kann ich gut verstehen. So.
Jo, ich gehe aber schon mal raus, ich tu dann noch was schnell essen und dann Alles klar. euch einen schönen Abend und haut rein, gell? Jo, danke Marcel, dass du wieder da warst. Ich wünsche dir auch noch einen schönen dritten Advent, ne? Wünsche ich euch auch. Danke. Ciao, Bis ciao. zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hab's rückwärts fahren, ja. Bam, 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 bam. Ja, so ist es. Gefällt mir. So, unser ja, Traum dürfte auch. Oh, was hat denn der da alles stehen lassen? Da müssen wir aber gleich mal nochmal nachjustieren hier. So. So, also. Ja, bis um 18 Uhr könnt ihr euch quasi jetzt noch 10 Tickets ziehen. Mit den Ausrufezeichen Tickets für das Weihnachtsglücksrad. Jeder kann da mitmachen. Wer möchte? Und dann kann man mal gerne mal gucken, was da, was jemand da gewinnt. So, da werde ich mal gleich mal den Mähdrescher zum anderen Feld fahren und dann direkt dem Praktikanten die nächste Aufgabe zuweisen. Junge, wie arbeitet der denn da, ey? Herrschaftszeiten. Lässt mir aber noch einen Haufen Mist da stehen.
Alter, was ist das denn, ja? Also ich glaube bei dem da müssen wir das nächste Mal noch ein bisschen anders da verfahren mit der Einstellung. So. So, fahren wir das Schmuckstück mal zu Feld 36 rüber. Das hatte ich jetzt so aber nicht erwartet, ey. Ups. Zeiger sind. So. Das sollte auf jeden Fall reichen. So, bringen wir dich mal schnell rüber. So. Das passt ja. Boing. So, schauen wir mal, dass wir hier mal ein bisschen das Ganze hier mal voranbringen.
So. Klar, gucken, wo wir den hinstellen. Mit Bedacht. So, darf es keine Probleme geben. So, haben wir mal schnell den anderen Hänger. Mist. Mist. Da. Auf. So, und ich stelle mir jetzt einfach dahin. So, und euch lasst es. Lasst es euch gerade mal ein bisschen mitlaufen. Ich bin gleich wieder da. Muss noch gerade mal was holen.
So, meine Lieben, da bin ich wieder. Können wir uns hier wieder in unserem Trecker da reinsetzen. Nächste Spur mal aufnehmen.
nicht. So, können wir gleich die Quaderballen reinpressen. Jetzt schauen wir aber gerade mal nach dem anderen.
Naja, passt ja. Passen du das schon? So, dann tun wir mal die Ballen pressen. Das geht ja bei dem hier schnell. So, also rein damit. Mal ja alles mit reinbekommen. Komm, dann hol dir einen Stuhl her und zeig dir, wie man die Ballen presst. Hol am besten jetzt die grüne Stuhl dann noch daher. So, also, jetzt gibt's Premiere. Also. Das heißt ja. Alles ist an. Ja. Also wie gesagt, ist nicht viel, was du machen musst. Du drückst hier unten auf Gas, ja. Du siehst auch, wie er ist. Und guckst du, dass du in der Ego-Perspektive quasi hier vorne siehst, ja, das ist den grauen Bobbel. Ah, warte mal.
Da, die graue Bubble da vorne. Das ist schon quasi nicht. Ein bisschen blöd, aber. Hackst du quasi drin. Ja. Drückst, gibst schon ein bisschen Gas. Tempomat hier. Drückst Gas, so bis zu 13 km/h, dass auch alles wild. Guckst du, dass du hier in der Mitte bist. Ja. Also. Ja, komm mal her. So. So, ein bisschen in der Mitte. Guckst du halt, ja. Fährst du runter. Du kannst ruhig lenken, ja, aber du merkst ja auch, du siehst auch hier an den Spuren, hier links und rechts am Gras. Ja. Fährst du, bin ich jetzt weiter links? Muss ich dann noch weiter nach. Fährst du zu weit rechts, muss ich weiter nach links, das ist klar, ne? Also viel ist es ja nicht. Also, kannst du Tempomat auch rausmachen. Einfach nur Gas geben und gucken in der Mitte zu sein. Mehr ist das nicht. Die Maschine, die Ballenmaschine, brauchst du auch nicht auszuschalten wie beim Gruppern, was wir da hatten. Ja, da kannst du dich einfach hier. Gibst einfach ein bisschen weiter Gas. Oh, lässt rollen. Jetzt fährst du hier um die Kurve. Ja, und du siehst auch leicht einlenken. Und da siehst du auch schon der nächste Boppel. Ja, also nicht mal. Kannst du auch Ego-Perspektive fahren. Ja. Wenn du so fährst, siehst du auch gut, ne? Probier's mal aus, weil ich gerne nämlich dann jetzt das Essekor. Mehr ist es ja nicht. So. Wenn irgend. Ich bin zu dick. Sagt sie gerade, ich bin zu dick. Ja. So, aber jetzt habe ich jetzt auch mal was fürs VOD zum Schneider. So, ab die Party. Guten Appetit wünsche ich dir aber mal. Bitte? Bei Spaghetti mit Pesto mache ich immer frische Zwiebeln. Schmelze ich mit Butter ein bisschen an. Also schön andünsten. Ja, Pesto habe ich noch ein bisschen mehr verfeinert. Das Pesto mit quasi fast 100 Milliliter Wasser oder weniger auch. Bisschen Knoblauch reingemacht. Bisschen noch an mit der Butter und dem anderen gibt es einen richtig guten Geschmack. Muss ja nicht gerade fertig sein, aber so schmeckt es mir. Aber ja. Hast du aber gut gemacht. Am Anfang war es bei mir genauso, weil ich bin ja auch mit Tastatur gefahren. Ja, und das war auch nicht immer so gerade einfach gewesen. Da war es noch ganz anders. Also hast du Gas gegeben und bist direkt wieder zum Stehen gekommen. Also, passt schon. Es war noch schlimmer gewesen. Damals habe ich schon haufenweise Drücker kaputt gemacht. Also, macht ja nichts. Oh. Komm, mein Freund, dann schieben wir dich halt mal mit. Macht nix, schieb sie mit. Wie gesagt, ich hab. Okay. Ah, ich hab halt. Ja. Ah, passt schon. Wir haben ja eigentlich genug Ballen. Ist nur, dass wir ein bisschen was für die Reserve haben. Aber ist ja okay so. Hast du gut gemacht, Schatz. Hast du wirklich gut gemacht. Oh. Ja, jetzt schiebe ich auch gerade zwei mit. Mal schauen, mit schieben.
Ja, nö, ich hab einen Filter vorne drauf gesetzt. Jetzt ein bisschen, nämlich, wenn es nachts ist, ist es ein bisschen zu grell, vor allem wenn du am Schlafen bist, ja, und ich bin da am Streamen. Nein, aber es stimmt einfach besser. So. Ja, erstmal muss mal ich von meinem Freund mal einen fetten Applaus machen, ne? Dass sie ja fast das ganze Feld mit Quaderballen voll geklatscht hat, ne? Produziert hat. Und ich war gerade noch schwer am Kochen. Ich hab natürlich hier über Tablet mitgeguckt. Ne? Ach du, alles okay. Du hast ja gesagt, du wolltest ja mal das angucken, wie das ist, wie man das streamen tut. Es ist ja was, das ist was fürs Leben, das ist einfach was zum Lachen. Ist ja genauso wie für mich. So, haben wir jetzt die Aufgabe mal ist. Ja, wenn man halt mal nicht passt, dann flust du halt kreizig fix, der Saupreis oder der badische Drecksack oder blöde da. Geht doch. Ach, ist doch alles gut. Du darfst gleich mal weitermachen. Dann bring ich dir mal bei, wie du Ballen aufsammelst, ja. Naja. Haben wir doch gesagt, wir wollten heute zusammen streamen, also machen wir das. Ich weiß, ich weiß. Ah, ich hab Eis, ich hab auch einen Heißhunger halt. Richtig. So. Schmeckt's? Oh, das ist Mist. Warum beißt du dir den auf die Backe? Ah. So ein Hunger. So, zwei Bahnen noch. Aua. Was machst du? Ja, klar wieder. Ich frage mich sowieso, wie kannst du als Frau dir immer auf die Backe beißen? Ich hab so ein scheiß Kopfkino gerade im Kopf, ey. Ey, Frau, ihr könnt euch auf die Backe beißen, wollt ihr ein Stück Fleisch haben? Ja. Wie soll das denn gehen, ey? Ah, ich meine. Hei, gnädige Frau, Backebeißer. So. So. Ab ins Gebüsch, sagt er da. Ja, pass mal auf, du. So. Dann klemme ich das mal an. So, was haben wir die Ballen? Hab ja gesagt, ich klatsch da. Ich koppel dir alles an. Aussteigen bitte. So, genau. Jetzt mal kurz die hier mal leer machen. Jetzt haben die Sonnenblumen auch mal komplett abgeerntet. So, zack, zack.
Voll in Blau. Hohohoho. Sieht aber schon komisch aus, ne? Das Blau auf Weiß. Ja. Ja, sieht voll komisch aus. Ah, das ist gut. Ah, das ist gut. So. Aber guck mal, der hat auch schon wieder Tageskilometer von 431. Ja, wenn wir uns mal bald wieder zurücksetzen. Ne? Für den Tagespot. Ja. Da sehe ich's. Kann ich ungefähr ausrechnen, wie viel er schon Tank hat, wie viel er braucht für die Aufgaben. Für die Aufgaben, die er hat, dann geht das. Jo, alles gut, Schatz. Das geht schon. So. Träume. Was hast du denn für Träume? Ah ja. Ja, da ist ein. So. Ach. Wow. Bitte? Hab davon jetzt nichts gesagt. Achso. Hilfe. Wow. Zwei Hänger. Leck mich nicht durch. Damit hätte ich es nicht gerechnet. Na, was machen wir denn? Ja. So, mal die Stelle. Warum denn? Oh ja. Packt sie schon. So. Fahren wir dann mal zurück auf den Hof. Weil wenn du die Ballen jetzt aufsammelst, musst du immer eine Reihenfolge fahren. Oder einfach im Kreis, weil der kann maximal, hat er 14 Quaderballen, der Ladewagen, was er nehmen kann. Und, ja, musst halt aufpassen. Mit der 3 tust du quasi das Förderband, wo der Quaderballen drauf ist, wieder ran und ran, ein- und ausschalten quasi, ist nur ein Knopfdruck. Aber guckst du, dass halt so bei 12 km/h bleibst, weil, wenn du einmal einen Quaderballen drunter hast, dann hast du richtig gelitten. Da fahren wir gerade hin. Genau. Du machst erstmal nur das Einsammeln, ne? Wichtig ist erstmal das Einsammeln. Das Parken, das parke ich dann. Ja, ach Gott, dafür freust du. Das geht. Jetzt gucken wir gerade mal, dass wir hier dann. Ah, ich muss mal auch noch füttern hier Hühner. So. Und du hast heute 3700 Gewinn gemacht. Nur fürs Arbeiten jetzt gerade.
So. Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass zwei Hänger für das Feld da gut, also gebraucht sind, fertig sind. Da haben wir wirklich so wenig eingenommen. Oh. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber so ist es halt. So. Kann man gleich mal aufschreiben. Wie es ist. Ja, perfekt. Bam, bam, bam. Mhm. Na gut, habe ich noch was in der Tasse? Tetra-Tasse? Okay. Machen wir gleich leer. Ja, hallo, das habe ich. Habe ich extra für dich? Hast du vorhin gesagt, dass du das besser machst als ich, ne? Da habe ich hingeschrieben. Das will ich doch hoffen, dass du es besser machst als ich. Passt doch. So, dann schauen wir mal. Und zwar brauchen wir jetzt Sonnenblumen. Das heißt, wir haben Sonnenblumen. Sehr schön. 70.000 hat er mal gehabt. Jetzt haben wir dank dir richtig viel eingenommen. Ah, 208 829. So, dann haben wir mit den Sojabohnen fast sehr schön. Passt ja. Gut, dann fahren wir dann jetzt zurück. Ja, ich habe vorhin ab und zu mal noch bei in der Kategorie vom Farming Simulator geguckt. Das sind einige online heute Abend. Junge, Junge. So ein paar sind so noch richtig drin. Ja, genau. 15 Bots, das weiß ich. Aber der Rest sind halt Leute, die halt auch gerne einfach zuschauen. Fertig. Mehr ist das nicht. Ist das ja nicht. So. Nochmal runter. Ah, dann merkt man an. Macht man dann halt. So. Hat auf jeden Fall nicht. So, also. Das muss ich auch noch machen. Ups. So, dann fahren wir dennoch weg. So, also können wir den Kurs nochmal für ihn speichern. Fendt? Fels, ja. Warte mal kurz. Oh. Wie nennt man's? Es fällt mir der Name nicht ein. Meter.
Aber wir können. So, dann fahren wir zurück. Nochmal. Nee, nee, das war ja alles mit Ernte voll. Das war ja Sonnenblume, die wir geerntet haben. Ich werde es jetzt ganze gruppern. Dann kommt's Mais. Aber dafür brauche ich auch erstmal das mal passende Fahrzeug dazu. Weil durch Mais macht mir jetzt quasi Häcksel gut. Weil für die Silage. Für den Silagegang. Silagegang, das ist das, was ich mal mit den Vaterballen gewickelt habe. Das sind die Silage. Ballen, aber es geht auch Silagegang. Da fährst du einfach rein, kippst es hinten aus. Aber da wir dann auch den wir haben ja, vielleicht siehst du es ja hier in dem Bereich, das ist ja der Ladewagen, wo wir quasi für Dinge hatten. Für die Kühe, für die Krähe, für die für unsere, Gott, mein Gott, was ist denn jetzt los? Der Ladewagen, der Pöttinger, gehört zu dem Schafstall dazu. Der Schafstall hat quasi auch die Möglichkeit, also die Ladewagenkapazität, das Maishäckseln quasi mit reinzunehmen, also aufzuladen. Aber es funktioniert schon, aber das immer nicht. Ich brauche halt einen größeren. Also man rede hier von, das ist das Häckselgut. Ladewagen. Also 50.000 Liter brauchen wir Minimum, ne? Das brauche ich halt schon, oder? Keine Ahnung, mal gucken halt, ne? Pettinger war schon immer halt ein bisschen, eine gute Marke. So, Dalle, ja, das Mikrofon ist ein bisschen, nicht so, wie man es gern hätte. Wir sind gerade dabei, uns für ein Rode Mikrofon zu sparen im Bundle, was du quasi hier unten draufsetzen kannst und, wireless quasi mit dem Computer quasi verbinden tust. Und, ja. Sie ist, also, wie gesagt, wir sind jetzt, kurz gesagt, wir sind jetzt ein halbes Jahr zusammen. Aber sie interessiert sich wirklich für Euro Truck Simulator und für Landwirtschaft. Da habe ich gesagt, ich bringe da jetzt gerne mal mit der Landwirtschaft vorbei. Oder, vorbei, ne? Ich bringe es auf jeden Fall vorbei, da bringe das Spiel auf jeden Fall mal bei, mit den ganzen... Will sich sogar der Herausforderung stellen, dass sie mit Lenkrad... Gangschaltung, LS, Logitech Seitenkonsole. Und sie hat auch schon gegruppert, angesät. Das Pflügen, ja, kommt auch irgendwann mal. SS war gut, gell? Also, würde ich das Mikrofon jetzt nur noch lauter machen, dann hört man das Ganze. Ganze Kram da im Hintergrund. So. Also. Einmal die 7 gedrückt. Dann fährt er quasi jetzt raus. Das Problem ist aber, wenn wir jetzt nach hinten rangieren, du hast ja links auf einmal diese Säule. Und da rechts die Säule, das ist die E-Ladestation wie heißt er? Die E-Ladesäule von dem Stapler. So. Gut. Und mit dem Gas spiele ich quasi jetzt nur mit 3. Ah. Ich hab's früher,
bei LS, ich glaube beim 2011er, beim Landwirtschaftssimulator, habe ich das wunderbar machen können. Dass ich da in der Cockpit-Ansicht und mehr bis nach hinten fahren muss. So, einmal die Handbremse ran. Ja, sehe ich schon, haben wir uns eingekesselt. So. Ja, das reicht schon. Guck, wenn du den Spalt da hast, weil ansonsten, wenn ich es noch nach hinten fahre, fange ich es an zu wackeln. Dann hast du wieder so ein richtig schönes Problem. So. Handbremse drin, da drückst du jetzt quasi die 7. Er lässt sie ab. Gang nach vorne. Handbremse raus. Und ganz zart Gas geben. Du siehst, die Gabeln sind draußen. Die 7. Und schon fährt wieder alles zusammen. Mehr ist das nicht. Muss aber ehrlich gestehen, dass du das mit der Tastatur vielleicht noch besser arrangieren kannst. So. Deswegen sage ich ja, ich betreibe nicht alleine die Farm. So. Und jetzt darfst du wieder fahren. Verzeiht uns, dass das Mikrofon gerade ein bisschen mal so leise ist, aber... So, also. Das gleiche Spiel nochmal. Weil das Problem ist, bei dem Ladewagen, ja, der darf nicht zu stark einlenken, sonst macht es nämlich so. Zack. Dann hast du den Wendekreis nicht so... Es gibt andere, die sind besser. Das weiß ich. Aber so. Gute Hilfe ist immer, wenn du eine Maus hast. Die ist jetzt die stark eingestellt, ja, ich weiß. Aber machst du einmal so. So ein bisschen ran. So, was muss ich jetzt als nächstes tun? Zeig an. Ich fahre jetzt nach hinten. Mhm. Aber was muss ich davor tun? Einmal die 7 drücken. F1 hast du Hilfsmenü. Steht zwar jetzt nicht dran. Ah, ich weiß es. So, jetzt steht's dran. So. Wenn du denkst an der. Da ist es scheiße zu entladen oder die Entladeposition passt nicht, ja. Kannst du auch die Nummer 6 drücken. Dann fährt er wieder alles vor. Ja? Wir wissen. Ja, jetzt muss man warten. So, jetzt drücken wir die 7. Jetzt wird es angezeigt. Entladen. Und nach hinten. So. Ha? Ach Gott, brauchst du dich nicht vor der Kamera zu schämen. Alles gut. So. So, steig mal aus. Und das heißt, wir können noch ein Stück. So. Gehen wir wieder raus. Das mal weg. So. Jetzt drücken wir die 7. Hat abgeladen. Fertig und zusammenklappen. So.